Dann kurz, wie angekündigt, zum Hochschulforum Digitalisierung ein paar Worte. Was ist das Hochschulforum Digitalisierung? Wahrscheinlich kennen Sie uns schon, aber kurz noch zum Hintergrund. Wir wurden 2014 gegründet. Wir sind noch ein Projekt gegründet vom Stifterverband, vom Zentrum für Hochschulentwicklung und der Hochschulrektorenkonferenz und sind BMBF gefördert. Wir sind zentraler Impulsgeber, informieren, beraten und vernetzen AkteurInnen aus Hochschule, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zum Thema rund um Digitalisierung in Studium und Lehre. Unsere Arbeitsschwerpunkte sind die folgenden. Die Geschäftsstelle kümmert sich um alles breitenwirksamsmäßige, die Öffentlichkeitsarbeit, Gespräche mit den gerade genannten Feldern von Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Die Peer-to-Peer-Strategieberatung ist im zweiten Arbeitsschwerpunkt verortet, greift natürlich aber, weil wir vernetzen ja untereinander mit den Peers auch und den Hochschulen. Es gibt das Alumni-Programm, wo wir es dir gleich noch vorstellen werden. Das trägt ja alles zu der Vernetzung mit bei, also trägt es auch mit dem Arbeitsschwerpunkt 3 rein. Und das vierte Arbeitspaket ist dann die Berät oder kommt zusammen zu einzelnen und arbeitet zu einzelnen Themen, wie zum Beispiel Curriculumsentwicklung. Und dann geht es jetzt endlich zur Peer-to-Peer-Strategieberatung. Und ich gebe wieder ab an meine Kollegin. Wunderbar, danke schön. Genau, also das ist natürlich das auch, warum wir heute hier sind und deswegen haben wir auch noch so ein paar Informationen ganz grundsätzlich zur Peer-to-Peer-Beratung und dann natürlich zum Verfahren, zur Peer-to-Peer-Strategieberatung. Grundsätzlich sagen wir immer, dass wir uns verstehen oder die Beratung verstehen als ein Entwicklungsinstrument und ein Begleitprozess eben auf Augenhöhe. Und dieses auf Augenhöhe ist uns auch besonders wichtig. Das richtet sich eben an Hochschulen, die die Digitalisierung in Studium und Lehre an ihrer eigenen Institution strategisch stärken möchten. Grundsätzlich ist das Ganze ein einjähriger Prozess in einem Bundesprogramm, das inzwischen, es war früher anders, aber inzwischen bis zu 8 Hochschulen und Verbünden es ermöglicht, die eigenen strategischen Ziele und Maßnahmen eben zu reflektieren. Dies zum einen natürlich mit dem HFD und auch uns, aber eben auch ganz wichtig mit ihren hochschulinternen AkteurInnen, die da eingebunden werden. Und natürlich auch das Herzstück des Ganzen, auch mit den externen ExpertInnen, unseren Peers eben, die dann eben mit ihnen gemeinsam diese Ziele betrachten, reflektieren und weiterentwickeln. Und bisher war es jetzt auch so, dass wir immer 4 Peers haben mit einem studentischen Peer. Das heißt, auch so eine studentische Perspektive immer direkt auch mit dabei, was natürlich auch dabei hilft, dann im späteren Prozess Studierende auch für die Beratungstage vor Ort auch mit einzuspannen. Und was auch ganz wichtig ist, es ist eben ein sehr individueller Prozess, er richtet sich speziell nach den Bedarfen der einzelnen Hochschulen, nach dem Entwicklungsstand der einzelnen Hochschulen. Das heißt, da gehen wir auch darauf ein, wo sie gerade stehen, was sie benötigen. Es ist aber auch ein stark selbstgesteuerter Prozess. Das heißt, wir sind auch und Sie sind auch angewiesen auf Ihre Eigeninitiative. Sie machen aus dem Prozess das, was Sie möchten, was an Ihrer Hochschule eben funktioniert. Ganz zentral nochmal die zentralen AkteurInnen, das ist jetzt zum einen an Ihrer Hochschule, wäre das dann das hochschulinterne Projektteam. Und die Hochschulleitung, die da eben zentrale Rollen einnimmt. Genau, gerade die verantwortliche Hochschulleitung ist meistens ein Vizepräsident, eine Vizepräsidentin für Studium und Lehre. Und da herum und um die Koordinatorin oder einen Koordinator drumherum gäbe es eben ein Projektteam, die eben federführend sich darum kümmern, dass dieser Prozess eben funktioniert. Und auch die Selbstreflexion, auf die ich gleich nochmal eingehe, organisiert und auch eben für die ganze Organisation und Kommunikation innerhalb der Hochschule zuständig ist.
Dann haben wir natürlich die Peers, die funktionieren oder fungieren als Critical Friends, die eben auf Augenhöhe mit ihnen sprechen. Das sind immer Personen aus unserer Community und da ist auch unser Credo, dass sie eben stets aufrichtig, kritisch unterstützen und ermutigend wirken sollen. Und zuletzt natürlich ist dann auch eben das Hochschulforum Digitalisierung da für Sie. Das heißt, auch jede Hochschule kriegt eine Koordinationsperson zur Seite gestellt im Hochschulforum Digitalisierung. Die Koordination liegt da im HFD beim Stifterverband. Und wir haben auch zusätzlich eben immer Unterstützung durch den Lenkungskreis bzw. die Geschäftsstelle des HFDs. Wie sieht jetzt aber der konkrete Prozess eigentlich aus? Tendenziell beginnt der Prozess, nachdem dann die Hochschulen ausgewählt wurden, informiert wurden, damit, dass sich eben ein Projektteam bildet an den Hochschulen. Dieses Projektteam eben um die verantwortliche Hochschulleitung entwickelt dann eine Selbstreflexion. Das ist ein leitfragengestützter Bericht, in dem Sie einfach nochmal für die Peers und auch für sich selbst tatsächlich nochmal erläutern, wo steht Ihre Hochschule, wo möchten Sie hin, und was sind eben Ihre bisherigen Maßnahmen. Dann wird es einen Beratungsbesuch vor Ort geben, den wir mit Ihnen gemeinsam konzipieren, wo dann eben, oder je nachdem, wie die Situation ist, kann er auch jetzt inzwischen natürlich auch virtuell stattfinden, wo wir eben mit Ihnen gemeinsam und den relevanten AkteurInnen an Ihren Herausforderungen arbeiten, in Workshops und Gesprächsrunden. Und dann im Anschluss an die Beratungstage entwickelt das HFD gemeinsam mit den Peers dann einen Empfehlungsbericht, in dem nochmal die zentralen Empfehlungen der Peers für diese Hochschule nochmal niedergeschrieben sind. Im Anschluss ist es dann so, dass das Projektteam auch nochmal einen Actionplan aufsetzt. In diesem Actionplan ist es auch einfach für Sie nochmal gewinnbringend, dass Sie nochmal festsetzen können, was sind vielleicht auch Empfehlungen, die Sie jetzt als allererstes angehen möchten. Was haben Sie auch für sich, für Ihre Hochschule mitgenommen? Das ist auch für die interne Kommunikation immer sehr gewinnbringend. Und jetzt auch ganz neu, schönerweise haben wir auch ein Alumni-Programm. Das heißt, dass wir auch regelmäßig im Nachgang auch noch, wenn Ihre Peer-to-Peer-Beratung eigentlich abgeschlossen ist, nochmal zusammenkommen können mit anderen Personen, die so eine Beratung absolviert haben und da eben noch einen weiteren Austausch pflegen. Aktuell sind das die Hochschulen, die bisher teilgenommen haben, beziehungsweise immer noch im Moment teilnehmen. Also es sind jetzt tatsächlich, sind wir schon sehr stark verteilt und vielleicht auch ganz interessant sind jetzt auch nochmal hier die grünen Punkte. Das ist das Landesprogramm Strati BW. Da haben wir auch ja zum Glück heute Nico Baldus dabei, der uns heute auch aus dieser Perspektive nochmal erzählen kann. Das war nämlich eben ein Landesprogramm für Baden-Württemberg im Speziellen. Gut, wenn es ansonsten bis jetzt keine Fragen gibt, würde ich sagen, machen wir einfach weiter, Melanie, und ich würde an dich wieder das Wort übergeben. Genau, und jetzt befragen wir sozusagen unsere Experten, die wir eingeladen haben. Und wir beginnen mit Thomas, dir. Aus der dritten Runde, da hattet ihr euch beworben und wurdet ausgewählt, die Uni Bremen. Was war denn die Motivation, euch zu bewerben und wie habt ihr dann die Interessensbekundung verfasst? Was war für euch hier vielleicht auch im Nachgang rückblickend wichtig? Also wir haben natürlich geguckt, was müssen wir eigentlich machen? Und uns war klar, wir müssen uns in der Digitalisierung deutlich weiterentwickeln. Wir müssen einen Transformationsprozess einleiten. Und so ein Transformationsprozess ist ja ein Change-Prozess einer Universität, der immer ein bisschen schwierig einzuleiten ist. Und die Peer-to-Peer-Beratung war für uns sozusagen die ideale Möglichkeit, etwas in die Institution hineinzuspielen, wo viele sich daran beteiligen und so einen Aktivierungsprozess zu kreieren. Das war für uns sozusagen der ganz wichtige Punkt. Und wir wussten, wir sind in einigen Bereichen sehr, sehr gut. Wir haben ein Zentrum für Multimedia in der Lehre, das hervorragend organisiert ist. Wir haben aber auf der anderen Seite gesehen, ja, der Rest so der Didaktik, der ist irgendwie so mehr oder weniger verteilt. Wir haben im IT-Bereich in der Governance relativ große Probleme gesehen. Und wir wollten dann gerne die Chance nutzen, tatsächlich über die Peer-to-Peer-Beratung mal eine Sicht von außen auch zu kriegen, denn die hat man von innen nie so gut wie von außen, und unsere Fragestellungen sozusagen adressieren zu können und auch so Hinweise zu kriegen,
die uns Argumente in die Hand geben, mit der wir dann auch in die Institutionen hineingehen können und tatsächlich auch vielleicht unbequeme Änderungsprozesse in Gang setzen können. Vielen Dank. Wen habt ihr denn oder wen hast du denn bei der Interessensbekundung schon im Vorfeld mit einbezogen? Ja, wir haben das sicherlich etwas ulkig gemacht, weil ich habe, als ich davon gehört habe, die Gelegenheit gehabt, mit Oliver Janoschka vom HFD tatsächlich darüber zu sprechen, wie das so alles geht. Und direkt auch mit Alexa Böckel von der Leuphana-Universität einen Digital Changemaker kennenzulernen bei demselben Treffen. Und die habe ich tatsächlich auch gebeten und sie hat das auch willig getan, dann in der Institution mitzuarbeiten, so einen Aktivierungsprozess gerade unter den Studierenden durchzuführen. Weil egal, worum es geht, also immer, wenn wir Studierende wirklich mal in solche Prozesse einbinden wollen, wird es relativ schwierig. Und da war das natürlich toll, einen Digital Changemaker an der Hand zu haben, die da selber uns mithilft, mit reingeht. Also damit haben wir einige Aktivierungsprozesse zum Gelingen bringen können, die ansonsten deutlich schwieriger gewesen wären. Wir haben dann ein Kernteam in der Universität gebildet, was im Wesentlichen aus Mitgliedern von Stabsstellen, aber auch Referat, Studium und Lehre aus dem Zentrum für Multimedia in der Lehre zusammengesetzt war. International Office war noch dabei, mit denen wir dann also tatsächlich drangegangen sind, was sind die wesentlichen Punkte auch für den Selbstbericht, den wir machen mussten, wie kommen wir da weiter. Das waren die ersten Schritte. Okay, und das hat ja dann auch funktioniert. Bei der Interessensbekundung kann man ja auch Wünsche für die Peers angeben. Was war jetzt denn vielleicht im Vorfeld wichtig? Und du bist ja in dieser Runde, in dieser fünften, auch selber Peer. Mhm. Was könntest du hier als Tipp für die zukünftigen BewerberInnen empfehlen, worauf zu achten ist? Also wir hatten, wie gesagt, also für uns war ganz wichtig, dass wir dann tatsächlich auch die Alexa Böckel mit drin haben, weil als Digital Changemaker gerade die Studierendenstimmen sind extrem wichtig in solchen Prozessen. Und da jemanden zu haben, der damit Werbe und Begeisterung in die Universität kommt und das auch weitervermitteln kann, der Lehrende wie Studierende aktivieren kann, das ist Gold wert. Aber wir haben ansonsten haben wir auch danach geguckt, was für Expertisen können wir uns denn reingewinnen. Wir wollten auch gerne jemanden haben mit Hochschulleitungserfahrung, damit man sozusagen von oben diese Steuerungssicht hat. Wir wollten jemanden haben, die ganz klare IT-Expertin ist. Das waren die Wünsche, die wir da adressiert haben, haben wir auch bekommen, hat auch super gut funktioniert für uns. Genau, darauf achten wir auf jeden Fall auch, dass studentische Vertretung ist immer mit dabei, Hochschulleitungsebene ist auch immer mit dabei, Didaktik und dann je nach Schwerpunktsetzung wird dann auch die vierte Stelle besetzt. Und das für uns günstig war, Entschuldigung, wenn ich da nochmal reingehe, war halt, dass das Hochschulleitungsmitglied von der Universität kam, die ungefähr so eine ähnliche Größe hat wie wir und sich da durchaus sozusagen mit den Bedingungen, die wir haben, besser identifizieren konnte, als wenn das jetzt eine ganz kleine oder eine ganz riesige gewesen wäre. Weil es vorhin auch bei der Abfrage vorkam, welche zeitlichen Ressourcen sollte man denn jetzt, du bist Konrektor, Vizepräsidentin, denn für dieses Beratungsverfahren mit einplanen? Ich glaube, es fängt ja damit an, dass man sich erstmal überlegt, man muss ja den Rest des Rektorates auf jeden Fall davon überzeugen, dass es eine gute Idee ist. Dafür braucht man vielleicht schon ein bisschen Zeit. Also ich habe ein bisschen Gespräche geführt, dann ging das aber sehr gut. Also das Echo in der Institution war sehr positiv. Es hat aber auch was damit zu tun, dass in meiner Universität wir uns gerne externe Expertise reinholen, um Prozesse anzuschieben und tatsächlich nach vorne zu bringen. Insofern war das ein leichtes Spiel. Und wir haben dann halt regelmäßige Sitzungen des Kernteams gehabt. Wir haben ein Referat, Studium und Lehre gehabt, wo dann sozusagen unsere wesentlichen Schreiber des Antrags dabei waren. Insofern hatte ich gar nicht so ein wahnsinnig hohes Zeitinput, um das zu machen. Ich habe immer mal wieder in den Antrag reingeguckt. Wir haben regelmäßig darüber geredet. Aber der Aufwand war für mich jetzt also sehr begrenzt. Und dann kommt natürlich die Begehung, die ist sehr interessant. Und da ist man halt wahnsinnig gespannt. Und dann ist man hinterher sozusagen in dem Actionplan natürlich ordentlich dabei, das zu diskutieren, wie wir den formulieren und was wir tatsächlich umsetzen. Das kostet alles ein bisschen Zeit, aber ich würde sagen, das ist relativ überschaubar, was man da als Konrektor sozusagen investieren muss.
Insgesamt verteilt sich das ja auf viele Häupter dieser Arbeit, die da gemacht werden muss. Genau. Und noch eine letzte Frage. Wie ist denn die Uni Bremen mit den Ergebnissen aus der Peer-to-Peer-Beratung umgegangen und was ist seitdem, sind da jetzt 3 Jahre, diesbezüglich passiert? Also für uns war eigentlich klar mit den Ergebnissen, dass wir unsere IT-Governance vollständig umgestalten müssen. Und das Erste, was wir uns gegeben haben, das war auch eine klare Empfehlung, dass wir einen Chief Digital Officer installiert haben, der den Prozess jetzt seitdem vorantreibt. Aber wir haben sozusagen die IT-Governance, da sind wir immer noch dabei. Das heißt, ein relativ langer Prozess, so etwas umzugestalten. Da gibt es viele Betroffene, also nicht nur Beteiligte, sondern auch Menschen, die sich als Betroffene sehen. Das macht das Ganze immer etwas komplizierter. Da haben wir dann Personalrat dabei. Das sind Prozesse, die dauern dann lange. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns auf den Weg gemacht haben, das tatsächlich neu zu strukturieren. Also wir nehmen das, was wir an Empfehlungen bekommen haben, sehr ernst und versuchen auch tatsächlich diesen Weg zu gehen. Aber es gibt natürlich, das dauert Zeit, es gibt Hindernisse und diese Hindernisse muss man mit Zeit halt auch überkommen. Und in der Lehre ist sozusagen das Wesentliche, dass wir versuchen werden, unsere sehr, sehr gute Expertise in diesem Zentrum für Multimedia in der Lehre und die restlichen lehrdidaktischen Unterstützungsszenarien, die wir haben, irgendwie mal in was Großes Gemeinsames hineinfließen zu lassen. Aber das ist sozusagen der Punkt, der jetzt erst nach der IT-Governance kommt. Der hat also noch nicht angefangen. Wir werden also einen längeren Change-Prozess an der Universität haben, um mit diesen Empfehlungen umzugehen. Ein paar dieser Sachen müssen wir auch nach Corona tatsächlich umformulieren, weil sich natürlich einiges geändert hat, auch die Lehre und Lehrsituation ist anders geworden. Wir haben jetzt einen digitalen Einstieg. Im Moment versuchen wir auch schon mit Worten den Rollback in die reine Präsenzuni zu vermeiden und das, was man an digitaler Lehre eben erfolgreich gemacht hat, auch mit reinzunehmen. Glücklicherweise ist es uns gelungen, da auch von der Stiftung Innovation für die Hochschullehre ein entsprechendes Projekt einzuwerben, sodass das sehr gut mit dem, was wir auch an Empfehlungen gekriegt haben von den Peers, zusammenpasst, uns da weiter auf den Weg zu setzen. Aber es ist alles ein langer Prozess, das ist völlig klar. Dann viel Erfolg dabei. Ja, danke. Gebe ich an dich, Malu. Wunderbar, ja, danke dir. Ja, und jetzt habe ich natürlich die Ehre, Nico Baldus, danke, dass du auch heute mit dabei bist. Du warst ja im Projektteam der Uni Mannheim bei eurer Beratung. Und da würde es jetzt natürlich ganz am Anfang sicherlich interessieren, und es ist immer so ein schwieriges Thema irgendwie zu sagen, aber ganz grundsätzlich ist natürlich immer wichtig, dass eine Einbindung dieses ganzen Beratungsprozesses in die Strategieentwicklung der eigenen Hochschule geschieht. Wie wurde das bei euch an der Uni Mannheim sichergestellt? Okay, also als wir uns für die Peer-to-Peer-Beratung, also für die Bewerbung entschieden haben, waren wir im Grunde gerade am Anfang des Strategieprozesses, der auch gleich am Rektorat natürlich aufgehängt war. Und die Peer-to-Peer-Beratung haben wir einfach als wichtigen Teil dieses Prozesses auch gesehen, da schon im Zuge der Antragstellung ja wichtige Themensetzungen erfolgen mussten, die auch in unserem jetzigen Papier im Grunde immer noch die Schwerpunkte bilden. Es wurde natürlich immer größer, jetzt auch durch Corona. Thomas hat es ja gerade schon erwähnt gehabt, das hat nochmal einiges geändert. Aber so diese wichtigsten Themen, die wir gerne in unserer Strategie hatten, die wussten wir im Prinzip dann schon, als wir uns beworben haben. Und die Förderung hat natürlich auch die interne Vernetzung und Auseinandersetzung mit dem Thema gefördert. Der Empfehlungsbericht schließlich wurde und wird auch immer wieder in strategischen Überlegungen mit einbezogen und auch den verschiedenen Stakeholdern kommuniziert, gerade die Studierenden, die bleiben ja jetzt nicht so lange Zeit dann auch in Positionen, in denen sie jetzt auch in der Beratung involviert waren. Das heißt, da muss man auch immer wieder kommunizieren, was da jetzt passiert ist und auf was wir uns in unseren Diskussionen dann auch rückbeziehen. Und durch diese Einbindung der Beratung ist also die Einbindung der Beratung ist im Prinzip über den Prozess der Strategieentwicklung, so wie wir ihn angelegt haben, im Prinzip schon sichergestellt. Ja, sehr schön. Ja, super spannend. Und ich meine, das ist ja auch anscheinend dann auch, wie ihr es jetzt weitermacht, ist es dann auch sehr nachhaltig bei euch verankert. Das ist natürlich eigentlich auch dann das Wichtigste, damit es auch eben gewinnbringend langfristig genutzt werden kann, was natürlich irgendwie in dieser Beratung hervorkommt. Das heißt aber auch meistens, die
Der Austausch oder die Vorarbeit, die vielleicht schon geleistet wird und bei der Bewerbung alleine, ist schon immer sehr gewinnbringend für den Strategieprozess. Jetzt einfach auch aus deiner Rolle in dem Projektteam, was würdest du sagen, sollte man da als zeitliche Ressourcen für diesen Beratungsprozess einplanen? Also ich denke, es ist relativ schwierig, das pauschal zu sagen, weil das Ganze ja von verschiedenen Faktoren abhängt. Also unter anderem natürlich auch, wie weit man im Strategieprozess schon selbst ist, welche Strukturen sich im Kontext der Strategiebildung vielleicht auch schon herausgebildet haben, welche Prozesse dann schon definiert wurden. Also was ist die Basis, auf der man aufbauen kann? Was muss noch geklärt werden, auch was muss noch erarbeitet werden, was ist schon klar und was muss nicht mehr diskutiert werden. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt in diesem ganzen Prozess. Deshalb ist es ein bisschen schwierig zu sagen, ob unser Aufwand tatsächlich repräsentativ für den Aufwand in diesem ganzen Prozess ist. Unsere Beratung lag ja schon eine Weile zurück. Ich habe mich mal mit der Kollegin ausgetauscht, wie viel Zeit wir denn investiert haben. Und in einem Vollzeitäquivalent gerechnet, kamen wir insgesamt auf 3 Monate. Und da war die Interessensbekundung, also ich kann es ein bisschen aufschlüsseln, die Interessensbekundung, da haben wir ungefähr eine Woche investiert, also die Ausarbeitung und Abstimmung der Themenfelder und das Schreiben des Papiers letztendlich. Das war ja nicht so umfangreich, wenn ich es recht erinnere, 2-3 Seiten oder so. Aber allein die Themenfelder, sich darauf mal zu einigen, die sich natürlich auch schon aus Strukturen und Entwicklungsplan und ähnlichen Strategiepapieren, die man schon hatte, irgendwie schon ein bisschen ergeben haben. Also man hat da nicht ganz neu, also mit null angefangen, aber es war doch nochmal Zeit nötig, um das Ganze für sich auch nochmal klar zu machen und zu fixieren. Dann der Selbstbericht, da haben wir mal mit 3 Wochen gerechnet, also die genaue Beschreibung der Uni, die Stärken, Schwächen, Entwicklungspotenziale, das auch mit den verschiedenen Statusgruppen, Stakeholdern dann auch abzustimmen an der Uni. Dieser ganze Abstimmungsprozess, der hat halt auch seine Zeit gedauert und das Schreiben des Papiers mit Feedbackrunden und so weiter braucht halt auch seine Zeit. Das heißt, mit 3 Wochen sind wir, glaube ich, da ganz gut dabei. Vor Ort Begehung an sich haben wir jetzt mal einen Monat gerechnet, mehr oder weniger. Also Ablaufplan abstimmen, sich Peers finden, sich austauschen, auch so ein bisschen recherchieren. Also wir haben ja von euch Empfehlungen auch bekommen, die sehr hilfreich waren, aber man wollte ja trotzdem auch selbst mal so ein bisschen schauen, wer ist denn da so, der jetzt auch für die Fragestellungen, die für uns relevant waren, wer kann uns da gut weiterhelfen? Auch unterschiedliche Statusgruppen mit reinzunehmen, wie Thomas auch sagte, damit man verschiedene Sichten dann auch auf Themen dann auch haben kann. Also die Organisation war dann natürlich auch zeitaufwendige Betreuung der Peers und die Umsetzung der Vorortbegehung hat auch seine Zeit gekostet. So, und dann fand die Begehung statt. Dann gibt es natürlich auch ein Danach oder es sollte ein Danach geben. Und da haben wir jetzt auch mal mit einem Monat gerechnet. Also die Nachbereitung der Organisation, eine Nachbereitung auch inhaltlich, also die interne Kommunikation dann in diversen Gremien. Der Actionplan, ihr habt es ja vorhin schon gesagt, auf Basis auch des Empfehlungsberichtes, was können wir quasi, also was für Folgen hat das für uns, wie wollen wir jetzt weitermachen und die Ableitung, was aus der Beratung rauskam und Übertrag auf den Strategieprozess, das braucht natürlich auch seine Zeit, vor allem eben im Bereich der Kommunikation, also Kommunikation ist sowieso eins der wichtigsten Themen, die um diesen ganzen Strategieprozess und auch Peer-to-Peer-Beratung eben im Vordergrund stehen mussten, damit das Ganze auch gelingen kann. Perfekt, vielen, vielen Dank für diese Aufschlüsselung. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr hilfreich. Natürlich, was du gesagt hast, es ist immer sehr individuell. Es kommt darauf an, wo die Hochschule steht, ne? Wie auch intern so die Abläufe sind. Aber ich glaube, das ist so zur Orientierung schon mal sehr interessant. Aber weil du es jetzt schon tatsächlich zweimal so ein bisschen erwähnt hattest, einmal so die langfristige Kommunikation bei euch intern, aber jetzt auch natürlich die Abstimmung während dieses ganzen Prozesses. Hast du da irgendwelche Tipps oder wie waren deine Erfahrungen einfach wirklich für diese interne Kommunikation, wie man sich da gut abstimmen kann? Wie gesagt, im Prozess, aber auch gerne langfristig. Also bei uns, bei der Uni Bremen und Uni Mannheim, also war das Ganze ja noch vor Corona, deswegen war das Thema, glaube ich, einfach nicht so präsent. Also gleich wichtig in allen Statusgruppen. Da war es auf jeden Fall ganz wichtig, das Thema einfach mal in die Breite an der Uni in den Diskurs zu bringen, sodass man
einfach mal Austausch zu wichtigen Themen kommt. Es gab ein paar Reizthemen oder es gibt ein paar Reizthemen in der Digitalisierung, in der Lehre, und die mal zur Seite zu schieben und dann eben aus diesen Einzelbereichen dann tatsächlich in die Strategieentwicklung reinzugehen. Und dafür war allein schon die Bewerbung eigentlich ganz, ganz wichtig und gut, weil man da schon mal in die Kommunikation eben reingehen konnte oder musste. Also es war wichtig, frühzeitig mit den Statusgruppen auch zu kommunizieren, damit man auch die richtigen Personen in der jeweiligen Statusgruppe auch frühzeitig identifizieren konnte. Die Personen, die dann eben auch das Thema innerhalb ihrer Statusgruppe entsprechend platzieren konnten. Also das war ein ganz wichtiger Faktor, dass wir da nicht irgendwie auf gewartet haben, 2 Wochen vor der Beratung und dann erst loslegen, sondern das Ganze sollte wirklich frühzeitig geschehen. Und jetzt auf so einer allgemeinen Kommunikationsebene gerechnet jetzt mal ins Spezielle. Also wir haben auch die Beratung als Anlass gesehen, alle Statusgruppen mal an einen Tisch, also auch physisch, zu bringen. Das war ja zu der Zeit noch deutlich besser möglich, als das heute der Fall ist. Und wir haben dann eben im Zuge dessen eine Arbeitsgruppe zur Digitalisierung in der Lehre gegründet, in der auch alle Statusgruppen dann vertreten waren, was die interne Vernetzung diesem Thema definitiv unterstützt hat. Also das wurde auch von unserer Projektorin für Studium und Lehre ins Leben gerufen. Im Zuge dessen hat das Ganze dann auch so ein bisschen seine Wichtigkeit bekommen. Also das Rektorat steht dahinter. Da wird was bewegt, also kommt dann auch zu diesen Treffen und arbeitet mit jetzt in Vorbereitung auf die Beratung. Dann auch in der Erarbeitung der Reflexion etc. Also da war es wichtig, einfach verschiedene Statusgruppen, also wichtige Stakeholder einfach drin zu haben. Dann im Nachhinein war es natürlich dann auch wesentlich, die Ergebnisse in diversen Gruppen und in diversen Gremien und im Rektorat dann auch zu platzieren, um auch so eine gemeinsame Sicht auf diverse Fragestellungen im Kontext der Digitalisierung in der Lehre zu fördern. Also wir saßen da jetzt zusammen bei dieser Strategieberatung, wir haben verschiedene Sachen erarbeitet, es ist schon ein Prozess am Laufen gewesen. Wir müssen uns vielleicht auch nicht mehr über alle Sachen unterhalten, wir müssen uns nicht mehr alles diskutieren, wir haben schon irgendwie so ein gemeinsames Bild so über alle Statusgruppen hinweg entwickelt und von da aus können wir jetzt weitergehen. Also dass man gewisse Sachen einfach nicht mehr hinterfragt oder nicht mehr so in der Tiefe hinterfragt, sondern sagt, darauf wurde sich jetzt festgelegt und da gehen wir jetzt die nächsten Schritte quasi in der Strategieentwicklung. Und da hat auch die Beratung in der Hinsicht so ein bisschen geholfen, jetzt im Verlauf, es gibt ja viele wichtige Themen an Universitäten, die abgehandelt werden oder bearbeitet werden müssen, hat man immer wieder so ein bisschen Relevanzanker über die Beratung auch gehabt, auf die man sich dann immer wieder zurückbeziehen konnte. Und das war sicherlich auch förderlich in der Kommunikation. Ja, dann vielen Dank. Es gibt schon ein paar Fragen im Chat. Ich würde die jetzt einfach schon mal rannehmen. Ich lese einfach mal vor. Welche Hochschulakteure werden üblicherweise beteiligt? Nico, Thomas, möchte einer von euch vielleicht darauf antworten? Also ich kann ja gerne darauf antworten. Wir haben versucht, die StudiendekanInnen zu aktivieren, haben wir auch gemacht. Die haben auch sehr umfangreich teilgenommen. Wir hätten noch früher, noch stärker, noch mehr Lehrende mit einbinden sollen. Das war nämlich dann, das habe ich jetzt auch bei meiner eigenen, wo ich Berater war, gesehen, das wird dann schnell dünn, da kommen dann nicht so viele und man hat sozusagen nicht das ganze Tableau, nicht alle ganzen Fachbereiche. Und das ist aber interessant, die alle zu haben. Das ist auch für die Berater sehr, sehr wichtig, mal das ganze Tableau und die verschiedenen Interessen zu haben und da zwischen sozusagen zu den Empfehlungen zu kommen. Insofern würde ich immer empfehlen, möglichst früh auch mit vielen Lehrenden, die vielleicht ein bisschen interessiert sind, vielleicht auch welchen, die eher so ein bisschen zögerlich sind, zu reden, dass die mit dazukommen, damit man dort tatsächlich große Gruppen hat. Und wie gesagt, die Studierenden, ganz wichtig, da haben wir damals die ganzen Stuben angeschrieben, aber das hat nicht so wahnsinnig viel gebracht. Wir sind also nachher wirklich an einzelne Studierende rangegangen, haben die gebeten, per Schneeballprinzip das weiter zu befördern. Das war die Möglichkeit, wie wir dann tatsächlich noch relativ viele gefunden haben. Ich kann vielleicht noch ergänzen, also die Studierendenbeteiligung war für uns auch ganz wichtig. Also ich habe ja von der Arbeitsgruppe erzählt, die über unsere Projektorin gegründet wurde. Und da waren auch Vertreterinnen und Vertreter vom AStA, vom Fachschaftsrat dann gleich drin. Und die konnten das dann auch sehr gut streuen, dann unter den Studierenden, sodass wir bei unserer Beratung dann 20 Studierende auch mit dabei hatten. Also auch aus allen Fakultäten, Fachbereichen, da eine Vertretung mit drin.
Das war schon ganz toll. Und die Studierenden sind immer noch quasi sehr aktiv in diesem, bringen sich immer noch sehr aktiv in den Prozess mit ein. Und ja, da sind wir sehr glücklich. Ich vergaß noch die Unterstützungsstrukturen. Also da müssen natürlich auch die Mitarbeiterinnen mit dabei sein. Die sollte man auch frühzeitig ansprechen, damit die sich da gleich freiwillig zu äußern und nicht erst im letzten Moment dazu kommen. Ja, vielen Dank. Ich glaube tatsächlich, ja, das ist sehr, sehr wichtig, gerade so dieser Aspekt auch. Und es beantwortet vielleicht auch schon diese eine Frage, die schon auch noch im Chat war, mit der Einbindung der Fachbereiche. Eine Frage, die auch noch drin war, war so ein bisschen, digitale Transformation ist immer eine Frage von Organisationsentwicklung. Auf welche Weise können Hochschulen in der Peer-to-Peer-Beratung hier nachhaltig vom Netzwerk der Hochschulen profitieren? Vielleicht auch noch mal ganz kurz, ich bin das vorhin ein bisschen übergangen und das tut mir sehr leid. Genau, also auch über diesen ganzen Prozess hinaus wird es auch oder gibt es dann auch immer noch Workshops zwischen den einzelnen Hochschulen, die eben an der Beratung teilnehmen. Also das heißt, es gibt einen Auftakt-Workshop, es gibt einen Austausch-Workshop und einen Abschluss-Workshop. Das heißt, dass auch die Hochschulen der Peer-to-Peer-Beratung, entschuldigen Sie, während der Beratung sich auch immer austauschen können. Vielleicht dann auch nochmal hier so ein bisschen die Frage, wie groß war denn die Gruppe der AkteurInnen, wenn 20 Studierende mit dabei waren? Klingt nach einer sehr großen Gruppe. Vielleicht, Thomas, Nico, könnt ihr dann nochmal ein bisschen sagen, mit was für Gruppengrößen ihr denn immer dabei wart? Das weiß ich gar nicht mehr genau. Also erst muss man ja sehen, es gibt verschiedene Sessions. Das heißt, es kommt ja nicht die Gesamtgruppe auf einen Fleck. Aber man hat dann vielleicht, wir hatten tatsächlich Workshops, da waren an verschiedenen Stellwänden, an denen da gearbeitet wurde, mit Post-its und ich weiß nicht was, waren garantiert 50 Leute da oder mehr. Aber die haben sich dann schon irgendwie in kleinere Gruppen unterteilt, an einzelnen Boards, wo sie zusammen gearbeitet haben. Ich würde sagen, dort waren jeweils vielleicht 10, 12 Leute, die da miteinander diskutiert und gearbeitet haben. Und dann ist es eigentlich gut überschaubar und dann kann das auch sehr produktiv sein. Also ich würde immer dafür sorgen, dass also lieber zu viele als zu wenige. Und hier auch gern mit Incentives arbeiten, gerade bei den Studierenden, damit die dann gerade an den Beratungstagen auch mit dabei sind. Ja, Lehrende waren bei uns vor allem Lehrende dabei, die sich mit dem Thema Digitalisierung in der Lehre eben auch fachlich auseinandersetzen. Und dann eben unsere Studiendekane und Dekane, die bei uns auch in der Lehre sind. Also da die waren in der vollen Breite dann auch vertreten, um die Perspektive der Lernenden auch mit einzubringen. Ja, danke schön. Ja, ich glaube, das ist eben auch noch so ein Punkt, das merken wir auch immer wieder bei diesen Beratungen, dass natürlich auch, das sind auch mit die treibenden Personen. Das heißt, auch wenn man die Lehrenden da frühzeitig eben mit einbinden kann, hat das auch einen sehr, sehr großen Effekt, ist aber oft auch noch eine Herausforderung. Eine Frage, die sonst hier noch im Chat ist, gab es an Ihrer Hochschule in dem Kontext auch Pro- bis Kontra-Diskussionen zum Thema Open Source? Also es geht hier jetzt Stichwort Big Blue Button, Moodle, Nextcloud, in diese Richtung, also beziehungsweise auch so Lizenzen in diesem Bereich. Thomas? Also vielleicht kann ich darauf antworten. Es gab es bei uns zu dem Zeitpunkt erstmal nur untergeordnet. Das ist eigentlich mit Corona erst so richtig ins Leben gerufen worden. Dann haben wir natürlich die Riesendebatten geführt. Und das war dann aber auch gut, weil wir halt inzwischen einen CDO haben, der solche Prozesse dann in tatsächlich Pro-Kontra-Abwägung überleitet, in Befragungen von Lehrenden, von Studierenden, welche Tools wir denn eigentlich verwenden sollten. Und auf diese Art und Weise kommt da viel Diskussion zustande. Aber wir haben nach wie vor, das hört auch nicht auf, wir haben nach wie vor eine relativ vehemente Debatte, um sozusagen die Diskussion, sollten wir kostenpflichtige Lizenzen einsetzen von Tools, die super gut funktionieren, oder sollten wir halt Open-Source-Lizenzen einsetzen von Tools, die eben nicht so elegant funktionieren. Und da gibt es halt immer ein Für und Wider. Bei uns hat es auch keine Rolle gespielt. Also das ist ja schon sehr spezifisch jetzt, diese Fragestellung. Also wir mussten uns am Anfang des Prozesses erstmal so die großen Fragen stellen. Diese Fragen kamen jetzt quasi erst auch durch Corona auf. Aber wir wollten erstmal unsere Schwerpunktthemen behandeln und
Diese Schwerpunkte, also sind ja auch, können auch Schwerpunktthemen sein, aber die waren jetzt für uns jetzt nicht von so großer Relevanz zu dem Zeitpunkt. Ja, vielen Dank. Ja, das zeigt aber vielleicht auch nochmal genau das, was wir auch am Anfang gesagt haben. Also Sie können sich auch mit verschiedenen Ständen eben auch bewerben bei der Peer-to-Peer-Beratung, weil es eben sowohl eben auch, ich sage mal, große Themen aufgemacht werden können, als auch eben so sehr spezifische, wie zum Beispiel dieses Open-Source-Thema. Wenn ich da nochmal rein darf, also wenn Frau Kerr das wirklich sehr stark interessiert, dann soll sie sich direkt an mich wenden, weil dann vernetze ich sie sozusagen mit unserem CDO. Und dann kann man vielleicht darüber reden, wie kann man sowas, so eine Diskussion organisieren. Ja, perfekt, wunderbar, Thomas. Genau, also die Einladung ist dann da, Frau Dehr, genau. Kommen Sie gerne auf Thomas Hoffmeister zu. Super, gut, das als letzte Frage beziehungsweise Anmerkung auch im Chat war nochmal zu, wie man Studierende eben überzeugen kann, mitzumachen. Nur als Volontäre ist natürlich schwierig. Vielleicht als kleine Anmerkung, da haben wir auch noch ein Video bei uns dazu von Susanne Staude, die hat das zum Beispiel gemacht über so ein Losverfahren. Also das wäre zum Beispiel auch eine Variante. Aber vielleicht, Thomas oder Nico, habt ihr auch nochmal den einen oder anderen Tipp, wie das gut gelingen kann aus eurer Sicht? Ja, also ich glaube, das ist bei uns ein relativ heiß umkämpftes Thema, weil es immer wieder hochkommt, wir müssten doch irgendwie Credit Points dafür vergeben für solche Geschichten. Ich bin dann ein ganz vehementer Gegner davon. Wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, Badges zu vergeben, dann hätten wir das gemacht. Leider haben wir das, wir sind gerade dabei, sozusagen so eine Ordnung zu erstellen, wofür es und welche Badges es geben kann. Die wären gut gewesen, aber Credit Points wirklich nicht. Und ich versuche immer mit Studierenden darüber zu reden, dass letztlich auch im Studium ehrenamtliche Tätigkeit etwas ganz, ganz Wichtiges ist und dass das auch in einer Weise getan werden muss, die jetzt letztlich Studierendengenerationen übergreifend ist. Das heißt, man engagiert sich nicht für sich selber, sondern man engagiert sich für die Nächsten. Und ich glaube, das muss man einfach auch weiter transportieren, dass es wichtig ist, dass man das macht, weil die jetzigen Studierenden profitieren auch schon von dem Engagement von Studierenden vor ihnen. Und ich glaube, wenn man das klar macht, dann kriegt man vielleicht auch die Studierenden dazu, dass sie sich daran beteiligen, dass wirklich auch ein Interesse daran haben, diese Universität mitzuformen. Es ist dann natürlich sozusagen auch der ganz wichtige Punkt, haben Studierende das Gefühl, dass ihr Engagement irgendetwas verändern kann. Und wenn das der Fall ist, dann kriegt man Studierende auch eher dazu, dass sie sich beteiligen. Wenn sie das Gefühl haben, sie brauchen da nur hinzukommen, aber was sie sagen, wird sowieso nicht gehört, dann kommt auch keiner mehr relativ schnell. Die lernen dann sehr schnell. Und ich glaube, wir sind dabei, vielleicht auch durch die Peer-to-Peer-Beratung, haben wir noch mal ein bisschen mehr in Richtung Partizipation Schritte gemacht. Und dann sehen auch Studierende, dass Engagement sich tatsächlich auswirkt. Und dann sind Sie auch bereit, das zu tun, dafür Zeit zu investieren. Okay, in Anbetracht der Zeit und weil wir auch noch so ein bisschen auf Bewerbung und Auswahlverfahren eingehen wollen, machen wir jetzt kurz weiter und wenn da noch Zeit bleibt, können wir weitere Fragen beantworten. Ansonsten habe ich gerade auch nochmal den Link zu unserem Special mit Susanne Staude, was Malou gerade genannt hatte, verlinkt, wo es um die Partizipation und Kommunikation der vor allem mit Studierenden geht, um die mitzunehmen. Dann zur Bewerbung. Also Sie haben Zeit bis zum 19. Juni, sich formlos bei uns zu bewerben via der Interessensbekundung auf maximal 5 Seiten. Hier geben Sie einen kurzen Überblick über Ihre Hochschule bzw. den Verbund. Hier haben wir auch schon eine Vorlage erstellt, die Sie einfach nur ausfüllen brauchen. Sie stellen bitte den Stand der strategischen Auseinandersetzung an Ihrer Hochschule bezüglich Digitalisierung, Studium und Lehre dar, sowie die operativen Aktivitäten in diesem Bereich. Und erläutern kurz von Ihren konkreten strategischen Zielstellungen, auf die Sie sich fokussieren wollen. Wie Sie die Peer-to-Peer-Strategieberatung in bestehende Prozesse und Strukturen der Hochschulentwicklung einbetten wollen. Gibt es hier zum Beispiel schon ein Leitbild Lehre oder wollen Sie dies erst im Nachgang der Beratung entwickeln? Gibt es eine Digitalisierungsstrategie? Sind Sie gerade vielleicht dabei, den Hochschulentwicklungsplan neu zu formulieren
Und jetzt auch ganz wichtig aus den letzten beiden Jahren, was sind Ihre Learnings aus den Corona-Semestern? Wie gehen Sie damit um? Haben Sie Maßnahmen abgeleitet? Dann, wie gerade auch schon angesprochen, die Beteiligung aller relevanten AkteurInnen und Statusgruppen, die mit diesem Thema zu tun haben, wie wollen Sie die mit einbeziehen? Und ganz wichtig natürlich auch Ihre Erwartungen an die Peer-to-Peer-Strategieberatung. Und wie schon erwähnt, können Sie dann zum Schluss auch nochmal Ihre Wunsch-Peers aufführen. Und ganz wichtig ist, dass die Interessensbekundung dann von der Hochschulleitung auch gegengezeichnet wird, einfach der Form halber. Und vielleicht ist aber die Hochschulleitung ja auch schon involviert als Antragsteller. Und ganz wichtig auch, dass der Vertraulichkeit unterliegt. Also wir geben es intern nur an die Jury-Sitzung weiter, die dann die Hochschulen auswählt. Die Auswahlkriterien ergeben sich eigentlich aus der Interessensbekundung. Also ist das Gesamtkonzept schlüssig? Sind die Herausforderungsziele klar benannt? Und gibt es angemessene Vorarbeitung, also Status Quo-Herausarbeitung, SWOT-Analyse vielleicht schon. Und das kann aber natürlich auch konzeptioneller Natur sein, sowie die Nachhaltigkeit der Beratung. Also steht die Hochschulleitung dahinter? Weiß sie davon? Sind Ressourcen personeller, finanzieller Art da, um die Empfehlung dann auch umsetzen zu können? Und sind die Maßnahmen zur Beteiligung aller relevanten Akteure und Statusgruppen auch überzeugend dargestellt? Wie geht es konkret weiter? Also am 19. Juni ist die Deadline der Einreichung der Interessensbekundung und dann geben wir spätestens 18. Juli bekannt, welche Hochschulen dann in der nächsten Runde dabei sein werden. Und dann geht es eigentlich auch schon direkt los. Sie haben dann oder können dann auch schon Ihr Projektteam zusammenstellen und mit der Selbstreflexion anfangen. Es wird nach der Bekanntmachung ein erstes Telefonat geben, wo wir dann auch schon mal in die Terminfindung für den Hochschulbesuch reingehen werden. Und im September gibt es dann den offiziellen Start der sechsten Runde, wo dann erstmal auch alle Hochschulen, die in der sechsten Runde dann dabei sein werden, sich kennenlernen. Und genau, dann ist Januar bis Mai grob, werden die Hochschulbesuche durchgeführt und die Beratungsberichte dann aufgrund der Hochschulbesuche erstellt. Und im Juli ist dann mit der Einreichung der Actionpläne und des Abschlussworkshops dann das Jahr auch schon wieder rum. Und die Zertifikatsübergabe wird dann aller Voraussicht nach im Herbst 2023 auf einem Event dann überreicht werden. Dann würde ich nochmal an dich abgeben, Malu. Gerne. Dann würden wir nämlich noch ein paar weiterführende Infos gerne an Sie weitergeben. Und vielleicht einfach nochmal für Sie eben als Reminder, wird eben die Präsentation sowie die Aufzeichnung auf der Ausschreibungsseite zur Verfügung gestellt. Das heißt, dann haben Sie auch die ganzen Links und Ähnliches. Genau, vielleicht als allererstes gibt es auch nochmal für die Peer-to-Peer-Strategieberatung zwei zentrale Leitfäden. Das ist einmal der allgemeine Leitfaden, der auch nochmal diesen Prozess eben nochmal für Sie erläutert und die einzelnen Schritte. Und dann gibt es auch eben nochmal schon den Leitfragen zur Selbstreflexion. Das heißt, gerade wenn Sie dann auch angenommen wurden, können Sie da auch gerne schon mal durchschauen und gucken, was dann eben für die Selbstreflexion auf Sie zukommt, was dann da die nächsten Schritte sind, was da auch eben relevant ist. Genau, vielleicht dann noch als weitere Info einfach zu diesem ganzen Thema Strategieentwicklung, wenn Sie sich da weiter informieren müssen, möchten, Entschuldigung, dann gibt es auch einen Online-Selbstlernkurs inzwischen. Das heißt, der ist jetzt auch komplett neu, da können Sie auch nochmal zu einzelnen Themen wirklich dieser Strategieentwicklung sich durchschauen. Es gibt auch ein Workbook dazu, auch eine MetaMouse-Gruppe, das heißt, da können Sie sich gerne informieren. Wir haben auch das HFD-Strategie-Benchmark, wo Sie einfach nochmal gucken, wo
stehen Sie überhaupt mit Ihrer Hochschule gerade in diesem ganzen Bereich Strategieentwicklung bei der Digitalisierung in Studium und Lehre? Wir haben einen HFD-Showroom, wo Sie Best Practices finden zu diesem Bereich Digitalisierung in Studium und Lehre. Unterschiedliche Publikationen natürlich von unserer Seite und vielleicht auch nochmal sehr erwähnenswert ist, seit neuestem haben wir jetzt auch noch ein neues Magazin, Strategie Digital heißt das, und da machen wir auch immer einzelne Themen der Strategieentwicklung auf. Das heißt, unser erstes Thema war Leadership in diesem Bereich. Jetzt war das neue Thema Blended Learning. Das Thema für das nächste Strategiemagazin wird dann sein Partizipation. Das heißt, es werden immer einzelne Schwerpunktthemen sein, die Sie nochmal eben abholen sollen, beziehungsweise wo Sie sich eben nochmal informieren können zu dem Bereich Strategieentwicklung. Ansonsten vielleicht nochmal eben für Sie, das können Sie später nochmal nachschauen, das wäre eben der Kontakt. Das heißt, Sie können gerne bei Fragen oder Ähnlichem, wenn Sie auch nochmal Gesprächsbedarf haben, gerne an meine Kollegin Melanie Ebert oder mich eben nochmal gerne eine Mail schicken. Ansonsten natürlich auch gerne über die Newsletter sich weiter informieren oder unsere anderen Kanäle. Ich würde jetzt vielleicht einfach einmal die Bildschirmfreigabe stoppen und nochmal den Raum geben für die letzten Fragen, die jetzt ja nochmal von Ihnen gerne reinkommen können. Und da ist jetzt schon direkt eine reingekommen, und zwar, wie war das nochmal mit den Verbundanträgen? Wir sind eine recht kleine Hochschule. Da kann ich gerne was zu sagen. Es gab ja jetzt dieses Programm, wo auch Herr Baldus mit dabei war, Strategie BW, das war eben auch so ein Landesprogramm. Da wurden aber die Hochschulen weiterhin einzeln betreut. Wir haben jetzt aber darüber hinaus in diesem Jahr zum ersten Mal auch eine Verbundberatung in Schleswig-Holstein, wo eben die 10 staatlichen Hochschulen Schleswig-Holsteins gemeinsam beraten werden für einen Verbund. Da ist es dann so, für so einen Verbundantrag, da finden Sie auch in der Ausschreibung schon eine Vorlage, dass auch die Interessensbekundung natürlich dahingehend erweitert werden müsste oder analysiert werden müsste, wie eben in diesem Verbund agiert werden soll und auch wie da die Kommunikation aussehen soll. Also das heißt, dass Sie wirklich auch nochmal darlegen, wie soll die Struktur innerhalb, oder die Struktur ist vielleicht auch ein Thema eben für so eine Beratung, aber wie soll die Kommunikation und der Ablauf in diesem Verbund eben aussehen? Und hier dann eben auch nochmal ganz klar herausstellen oder auch dafür Sorge tragen, dass alle Hochschulen, die dann in dieser Verbundberatung daran teilnehmen möchten, auch da eben alle Hochschulleitungen auch unbedingt an Bord sind, dass die Interessensbekundung auch mit unterschreiben. Das heißt, dass da auch wirklich klar ist, dass alle Hochschulen, die in dem Verbund eben gemeinsam agieren, sich hinter diesem Verbund versammeln. Und dann ist es eben eine Beratung, die dann aber sich eben auf diesen Verbund konzentriert. Und da dann auch die Empfehlungen werden dann auch dahingehend ausgesprochen, dass es eben um die Verbundaktivitäten geht und wie sie eben in einem Verbund gemeinsam das Thema Digitalisierung in Schulung und Lehre angehen können. Genau, der Link zum PDF Selbstreflexion hat Melanie gerade schon reingeschrieben. Dankeschön, Melanie. Genau. Also vielleicht auch nochmal für so eine kleine Hochschule. Ich weiß, es sind immer so ein bisschen, gerade so im Verbund, es ist immer so ein bisschen die Herausforderung, ne? Weil die Voraussetzungen sind dann halt einfach sehr, sehr heterogen in so einem Verbund. Das ist aber eben auch genau etwas, was man, so eine Herausforderung, die dann man eben in so einer Verbundberatung angehen kann, ne? Und dass man da eben genau gucken kann, wie kann das dann eben überhaupt gut abgedeckt werden durch so ein Verbundkonstrukt. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn dies nicht der Fall sein sollte, würde ich Sie jetzt vielleicht einfach zu diesem Zeitpunkt bitten, einmal in einem Wort in den Chat zu schreiben, wie Sie heute aus der Veranstaltung rausgehen. Also einfach wirklich mit einem Schlagwort, was kommt Ihnen in den Sinn? Sehr schön. Ich sehe schon informiert. Wunderbar. Das ist ja genau der Wunsch. Und motiviert und inspiriert, wundervoll. Also ich glaube, das ist
genau das, was wir uns auch eigentlich gewünscht haben. Wunderbar. Und wie gesagt, wenn es noch weiteren Klärungsbedarf gibt, weitere Fragen, kommen Sie gerne auf uns zu. Schicken Sie uns gerne eine E-Mail. Die Aufzeichnung und die Präsentation finden Sie im Anhang, aber wir sind auch immer wieder individuell für Sie erreichbar und ansprechbar. Ansonsten würde ich jetzt vielleicht die Veranstaltung sehr, sehr pünktlich schließen. Ich danke Ihnen vielmals für die Teilnahme. Es war sehr schön, dass Sie dabei waren. Und wie gesagt, ich hoffe, dass Sie alle informiert und motiviert rausgegangen sind. Und wir freuen uns dann, wenn Sie gerne sich mit einer Interessensbekundung bei uns bewerben und auf jeden Fall weiter von Ihnen zu hören, auch in der HFD-Community. Und ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt erstmal einen schönen Nachmittag, fast Abend und eine schöne Woche, nachdem wir jetzt alle aus den Ostertagen wieder zurückgekehrt sind.